MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Modern Warfare 2. Selbe Truppe ist dabei. So stumpf. Diesmal Only Sniper. For fuck's sake, warum habe ich gesagt Only Sniper? Ich habe Mitmarker bekommen. Hätte ich live runterstellen sollen? Yes! Oh mein Gott! Ich will die yes! Oh! Dat Hardscope, Bro! Wollte ich jetzt nur mal so gesagt haben. Ich werde nicht einen Quickscope oder so einen Scheiß machen. Ja, easy. Vielleicht werde ich an einen ranrennen und No-Scope machen oder so, aber ansonsten... Ich will die ganze Zeit Animation-Skipping machen. Leck mich doch. Ja, er schreibt gerade, du hättest doch mal runterstellen sollen, dieses Live, aber... Naja, wir sind halt coole Macker. Wir machen das auf Hard Life. Half Life? Nee, auf Hard Life. Ja, ich weiß. Das war, ne? Hallo. Ich campen da hinten. Das ist doch langweilig. No Scope! No Scope Header. Ich muss nachladen, das ist unfair. Ich auch. Okay, ich habe erst V gedrückt, um nicht zu messern, dann F und dann habe ich festgestellt, warte, es war hier A. E. Ja, und dann hieß es nochmal Only Sniper, ne? Ja gut, ich musste nachladen, was soll ich tun? Nachladen? Nee, das ist Quatsch. Achso. Das ist da. Ich kann ja nur nachladen, wenn ich hier frei bin. Ohne irgendjemanden, der mich hier abschießen will. Das war so ein geiler Beinschuss von mir. Ich konnte nicht anders. Du standest direkt neben mir. Das hätte jeder gemacht. Kann man hier im Laufen nicht nachladen? Perks. Ja, ernsthaft? Ich glaube schon, ja. Okay. Doch! Ja, Quickscope am Arsch hier. Das würde ich jetzt auch sagen, hast du einen Videobeweis sonst? Oh, hast du gekippt oder was? Bam, jetzt habe ich gequickscoped. Er ist schon arm dran irgendwie. Ich habe ihn no-scoped schon und gequickscoped. Und ich bin Drecksniper in diesem Spiel. Der war quick. Der war no. Der war gar nicht erst gescoped. So geil bin ich nämlich. Ich werde von hinten angescoped. Mann, ich werde hier voll gesandwiches. Das ist doch geil. Stehst du doch drauf. Oh, Hitmarker no scope. Jetzt treff doch nochmal. Und reload doch mal. Ich kann im Sprint nicht nachladen, das ist scheiße. Also bei CSGO ist das Snipen leichter. Ja, da kann man auch immer Q drücken und wechselt kurz aus dem Zoom raus. Das war ein Quickscope auch sonst. Ich habe gesagt, ich mache keinen. Ich fühle mich schlecht. Ich habe meine Audience belogen. Oh, das wäre sowas von ein schöner Durch-die-Wand-Schuss gewesen, wenn wir jetzt CS spielen würden. Das nennt man auch in Fachkreisen Wallbang. Nee. Wir sind ja hier deutsch. Achso, du bist ja ein Deutscher, Hier wird gefälligst auch deutsch gelabert. Ja, no scope. Ja, du bist ja ein, deutscher, Oh, der Hardscoper. Habt ihr alle gesehen, ne? Habt ihr alle gesehen. Natürlich hätte ich dich da. Ey, du stehst mir hier Kills, Mann. Ja, hat er dich nicht gerade getötet gehabt? Nein. Ach so. Ach, dann stehst du da hinten noch? Nein. Nein, ich stehe da nicht mehr. Ja, warum jetzt nicht? Ähm.
Gibt's da eigentlich irgendeinen Trip bei diesem Quickscopen? Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich 20, 100 Meter irgendwie neben ihm ziele, dann trifft der Schuss. Wenn ich auf ihm drauf bin, dann eher nicht. Ja, das ist so. Quickscope ist eigentlich schon fast sag ich doch. No-Scope. War hier nicht gerade einer in meiner Nähe? Ich werde paranoid in dieser Map. Keine Ahnung, die Map ist mir zu klein. Wir hätten hier diese Tschernobyl-Map nehmen sollen. War die nicht bei, ja, das ist nicht die Tschernobyl-Map, sondern hier diese andere komische, die es hier gab. Diese mit diesem Autofriedhof oder was das war. Hier gab es, glaube ich, auch irgend so eine ganz überwucherte Map. War das MW3? Oh, scheiße, es gibt so viele MWs einfach, sind wir uns einig. Oh, 3 Stück, also ich finde. Ja, zu viele. Und sie werden von Teil zu Teil wurden sie schlechter. Oh Mann. Ja. Ah, danke. Ja, ach so, ich dachte, oh mein Gott. Ja, nee, ich war hinter dir, hab auf dich gezielt, ungefähr eine halbe Stunde. Und dann hab ich wahllos über dich drüber geschossen. Mann, ich wollte Kalidere. Eine Doppeltötung, Mensch. Ehrlich mal. Ach, weißt du was? Jetzt wollte ich zu dir rennen und dir aus nächster Nähe in den Kopf schießen, aber dann hast du das schon gemacht. Puh. Das ist nicht nett. Ja, ne, Reini? Also Hauptsache nicht letzter. Lol. Nice. Hat er dir gegeben, du? Hat er dir gegeben? Alter, nice fucking shot. Du musst nachladen. Hallo, geh weg, ich muss nachladen. Hätte mich auch nachladen lassen. Oh, war der geil. Oh, und noch ein No-Scope hinterher. Vielleicht sollte ich den... Ja, jetzt kommen ja auch noch die Wurfmessers. Vielleicht sollte ich diesen Maus-Aim-Bot ausstellen. Also das wäre ja, ja, das sind die neuen Razer-Mäuse, die kommen da instant mit. Oh, ja, er hat dieses Pillen-Schmerzmittel. Ich hab ihn getroffen. Ihr wisst schon, ich hab keine Ahnung, von was ich rede. Ich bin schon extrem Curve. Klasse. Aber ansonsten, MW2 gibt's bestimmt auch noch bei MMOGA günstig zu kaufen. Ansonsten noch Spielempfehlung hier von Snowy Six Crusader Kings. Davon habe ich gehört. Ist da letztes Mal ein DLC rausgekommen? Bestimmt. Dem letzten? Das sind bestimmt 30 Stück. Und dann nochmal 20 Sound DLCs. Ja, aber irgendwie ist letztes Mal so ein Ding, glaube ich, rausgekommen. Hier, mit. Keine Ahnung, irgendwelchen Reitern. Nicht Mongolen, aber irgendwas, sowas in Art, glaube ich, ist letztes rausgekommen. Habe ich irgendwo eine Werbung, glaube ich, gesehen. Sah interessant aus, ja. Das Game ist auch relativ interessant. Ansonsten natürlich lasst ein Like und Subscribe da. Und ein Däumchen nach oben und alles. Und kauft euch Crusader Kings. Ja, solange es über meinen Link ist, dürft ihr das auch gerne. Ich weiß aber nicht, wie das Spiel ist, also... Falls es kacke ist, dann beschwert euch bei diesem Snowy Six. Ist vergleichbar mit Europa Universalis, nur das ist, Also wenn ihr auf Scheiß schwere, ich brauche 30 Jahre, um mich in dieses Spiel zu finden, Games steht, dann klickt es euch. Nee, ich habe jetzt noch 50 Sekunden Zeit, das zu erklären. Ja. Bei Europa Universalis hast du ja mehr den Fokus darauf, dein Lowland zu vergrößern. Und, halt, ja... Kolonialisierung. Korrekt, danke. Lol, du hast mir den gespielt. Was er nicht mitgekriegt ist, hat, ist, dass ich ihm den Kill gestohlen habe sonst. Und bei Crusader Kings ist halt die Zeit nochmal anders und du hast mehr den Fokus auf die Hierarchie von deinem Land. Okay. Es ist aber immer noch von Paradox, Spiel, also von daher ist es relativ ähnlich. Okay. War eine schöne Erklärung, hat er in der Zeit geschafft. Ich bin sehr stolz auf dich.
Ich habe es irgendwie auf den ersten Platz geschafft, wie weiß ich auch nicht. Bestimmt nur, weil ich Part 2 mal gemessert habe. Ja, nicht ganz. Ich hatte trotzdem einen Kill mehr. Easy. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.